Guten Tag, meine Schönen. Schauen Sie, was für ein schönes Feuer. Schauen Sie sich das wundervolle Wetter an. Wir treffen uns wieder an dem Ort der Kraft. Heute werde ich Ihnen von einer der alten schamanischen Traditionen erzählen. Wir als Schamanen wissen, dass absolut alle negativen Situationen, sei es eine Krankheit, ein Streit, ein Problem bei der Arbeit, eine große Krise, eine Gerichtsverhandlung, eine Scheidung, all diese Situationen werden von den Geistern der Unterwelt erschaffen. Wenn Sie diese Situationen erschaffen, zwingen Sie uns, Emotionen zu zeigen und nehmen unsere emotionale Energie weg. Ein Mensch, der in solche Situationen gerät, denkt oft, dass diese Situationen ihm gehören, dass er sie selbst erschaffen hat. Nein, diese Situationen wurden von den Geistern erschaffen und sie werden sie nerven und sie möglichst viele Emotionen fühlen lassen, bis sie sich vollständig versorgen. Was tun mit diesen Situationen? Wir leben in einer Welt, in der Menschen immer in Freundschaft, in Frieden, in Harmonie sein wollen. Alles ist richtig. Man muss unbedingt alle um sich herum lieben, alle Menschen. Aber die Geister der Unterwelt greifen uns an und wir müssen sie mit ihren Methoden bekämpfen. Und heute werde ich Ihnen von einer solchen alten schamanischen Methode erzählen. Wir werden ein schamanisches Ritual durchführen, nämlich wie man Geister los wird. Na dann, zum Beispiel haben wir eine lange Gerichtsverhandlung. Wir wurden in diesen Prozess hineingezogen. In diesem Prozess ist es für uns sehr schwierig zu beweisen, dass wir Recht haben. So kommt es jetzt sehr oft vor. Aus irgendeinem Grund erhalten diejenigen, die falsch liegen und uns beleidigen, Unterstützung vor Gericht. Und uns fällt es so schwer, zu beweisen, dass wir Recht haben. Hier nun ein Beispiel. Eine meiner Schülerinnen führt schon seit vielen Jahren einen Gerichtsprozess mit ihrem Ex-Mann. Er versucht ihr, das Sorgerecht für das Kind wegzunehmen, obwohl er selbst sehr aggressiv ist und seine Frau ständig misshandelt hat. Er schlug sie, sogar als sie schwanger war. Wenn eine Gerichtsverhandlung stattfindet, ist er sehr emotional, sehr aggressiv. Und das Gericht hört ihm zu, weil er viele negative Emotionen zeigt. Aber wenn meine Schülerin zu Wort kommt, steht sie auf und sagt positiv: "Das ist doch mein Kind. Ich liebe es. Es war gar nicht so, wie der Mann sagt. Er versucht, mir mein Kind wegzunehmen." Wenn das Kind von ihm übers Wochenende kommt, ist es immer mies gelaunt. Aber das Gericht hört das nicht. Warum? Weil es ohne diese negativen Emotionen gesagt wird. Gut, was soll meine Schülerin damit umgehen? Diese Übung, die wir heute machen werden, macht sie jeden Tag. Wer drängt ihren Ex-Mann zu all diesen Emotionen und zwingt ihn, vor Gericht so emotional zu sein und sein Recht zu beweisen? Glauben Sie, er selbst? Nichts dergleichen. Ein Geist. Ein negativer Geist, der in ihm sitzt. Der Geist der Aggression und der Geist der Wut. Ja, dieser Geist versklavte ihn und ernährt sich von seiner Energie. Was können wir tun? Denn wir wollen dem Kind wirklich helfen und wollen auch gar nicht mit dem Ex-Mann streiten. Diese Situation der Gerichtsverhandlung wird so lange andauern, solange wir emotional sind. Wie viel Energie da rein investiert wird, können Sie sich das vorstellen? Also, in dieser Übung macht meine Schülerin jeden Abend was? Sie stellt sich auf diese Gerichtssituation ein. Während des Tages füllte sich diese Situation mit all den negativen Emotionen ihres Ex-Mannes auf. Da sie zu Hause keine Möglichkeit hat, ein Feuer zu machen, visualisiert sie über der Kerze einen Ball. Dies ist der Energiezustand der Situation. Sie stößt, atmet alle Angst, Furcht, begrabene Emotionen in diesen Ball aus. Verstehen Sie? Die Energie, mit der Ihr Ex-Mann diese Situation unterstützt. Nachdem dieser Ball aller zerstörerischen Kräfte gebildet ist, macht sie spezielle magische Gesten, die wir jetzt lernen werden. Sie spricht dabei den schamanischen Zauberspruch Kurai aus. Mithilfe dieser Gesten unterbricht sie alle Verbindungen zwischen sich und dieser Situation. Ja, sie stößt die ganze Negativität aus. Und dann schickt sie die ganze Situation wieder mit dem Spruch Kurai ins Feuer. Das heißt,
All diese emotionale Kraft, all diese Gemüter, die die Situation zum Fortbestehen bringen, verbrennen im Feuer. Meine Schülerin macht das jeden Tag. Nach Abschluss dieses Teils der Übung kommt der nächste Teil, die Auffüllung. Wir füllen uns mit frischer, positiver Energie auf und bilden einen Schutz um uns herum. Dies ist sehr wichtig. Das alles werden Sie heute mit mir machen. Also, meine Schülerin macht diese Übung jeden Tag, obwohl die Verhandlung alle paar Monate stattfindet. Warum? Weil ihr Ehemann unter dem Einfluss dieses aggressiven Geistes jeden Tag Emotionen zeigt und aus dieser Situation jeden Tag seine negativen Emotionen bildet. So muss man jeden Tag diesen Ball destruktiver Energie zerstören. Und besonders sorgfältig muss man dieses schamanische Ritual unmittelbar vor der Gerichtsverhandlung durchführen. Und wissen Sie, was bei der Gerichtsverhandlung passiert? Wenn sie diese Übung regelmäßig vor der Gerichtsverhandlung macht, kommt sie zur Gerichtsverhandlung und sieht plötzlich, dass ihr Mann viel weniger Emotionen zeigt. Und eines Tages, zum letzten Mal, schwieg er und sagte nichts. Warum? Weil all diese Energie der Emotionen im Voraus gesammelt und ins Feuer geschickt wurde. Das ist alles. Und als er zur Gerichtsverhandlung kam, hatte er nicht mehr so viel Energie, um zu schreien, sie zu beschuldigen, direkt vor Gericht zu beleidigen und den Richter, die Geschworenen, emotional zu beeinflussen. Können Sie sich das vorstellen? Die letzte Gerichtsverhandlung verlief schon viel harmonischer. Der Geist des Feuers hat jetzt unsere Aufmerksamkeit darauf gerichtet. Tatsächlich sind jetzt all diese Gerichtsverfahren endlich abgeschlossen. Schließlich wird das Schicksal des Kindes entschieden und das Kind bleibt gesetzlich bei der Mutter. Das freut mich sehr. Also, Sie können diese schamanische Übung bei allen dauerhaften negativen Situationen anwenden. Konflikt mit dem Chef, Konflikt mit dem Ehemann, Gerichtsverhandlungen. Es kann noch eine Konfliktsituation geben, in der Sie physisch nichts tun können. Sie scheinen in den Wirbel dieser Situation zu geraten. Aber Sie können etwas mit Hilfe der Kraft tun. In dieser Situation können Sie einfach alle emotionalen Spannungen beseitigen und die Situation wird gelöst. Ja, das ist wichtig. Überlegen Sie jetzt, welche Situation wir mit Ihnen lösen werden und führen Sie dieses schamanische Ritual mit einer bestimmten Situation durch. Also, wir werden mit dem praktischen Teil fortfahren. Vor Ihnen ist entweder ein Lagerfeuer, wie jetzt vor uns, oder Sie können zu Hause eine angezündete Kerze aufstellen. Sie kann auf einem Tablett stehen, sodass auf keinen Fall irgendwo etwas in Brand gesetzt wird. Sie haben ein echtes, lebendiges Feuer. Wir stehen direkt neben der Feuerquelle. Vor uns ist eine Kerze oder ein Lagerfeuer. Falten Sie Ihre Hände in einer Gebetsgeste. Schauen Sie sich den Geist des Feuers an. Jetzt können Sie dieses lebendige Lagerfeuer anschauen. Erste Stufe. Wir wenden uns an den Geist des Feuers. Geist des Feuers, ich grüße dich mit großem Respekt. Ich bitte dich, an meinem Ritual teilzunehmen. Sei ein Teil meines Ritus. Gib mir Kraft und nimm das Negative weg, das ich loswerden möchte. Jetzt stellen Sie sich direkt über der Flamme des Geistes des Feuers dieses Bild der Negativität vor, das Sie gerade quält. Es könnte Ihre negative Emotion sein oder eine Situation, die Sie loswerden möchten. Wir werden alle negativen Emotionen, die in uns sind, mit einem Ausatmen in die Situation um das Feuer bilden. Unsere Angst, unsere Gefühle, unser Schmerz für diese Situation. Dies ist eine negative Emotion. Das ist unser Ärger. Dies ist eine Situation, die nicht zu Ende kommt. Vielleicht eine Gerichtsverhandlung, vielleicht ein Streit. Vielleicht haben Sie einen Konflikt mit Ihrem Ex-Mann und jetzt besteht eine Gefahr. Das ist sehr oft ein Gerichtsverfahren, bei dem Sie nicht die Möglichkeit haben, Ihre Rechte zu verteidigen. Wir bilden all diese Negativität, diese ganze Situation in Form einer Kugel über der Kerze oder über dem Lagerfeuer. Und jetzt werden wir zusammen mit dem schamanischen Spruch Hurai unsere Verbindungen zu dieser Situation abbrechen. Das heißt, Ihre Verbindungen zu dieser negativen Emotion werden abgebrochen. Dafür machen wir Folgendes, während wir Kurai aussprechen. Kurai, Kurai, Kurai. Das heißt, wir brechen ab und stoßen diese Situation von uns weg.
Sind Sie bereit? Richten Sie Ihre Wirbelsäule gerade. Sie stehen fest auf dem Boden. Ich habe einen sehr starken Wunsch. Ich möchte die negative Situation, die negativen Emotionen, die Geister loswerden, die mich quälen. Und jetzt, dank dem schamanischen Zauberspruch Kurai, werde ich diese Situation vollständig aus mir herausstoßen und alle Verbindungen zu ihr abbrechen. Wir betrachten den Ball der Energie, den wir über dem Feuer gebildet haben. Einatmen. Kurai! 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 Diese Gesten muss man so lange durchführen, bis sie den Zustand der Befreiung spüren. Jetzt bin ich frei von dem Einfluss dieser Situation und von dem Einfluss negativer Geister. Gut. Und mit der letzten Geste senden wir diese Situation an den Geist des Feuers. Achtung! Einatmen. Wir heben unsere Arme und jetzt mit dem Wort Kurai schicken wir diesen Ball direkt ins Feuer. Nochmal einatmen. Kurai! Sie können sehen, wie sich die Bewegung der Feuerflamme verändert hat. Ja, jetzt brennt im Feuer all diese negative Energie und die Situation, die wir weggegeben haben. Gut. Nun, jetzt ist der Raum in uns frei geworden. Und dieser Raum muss mit Positivem gefüllt werden. Sie können jetzt nicht einfach Ihre gewohnten Tätigkeiten verrichten. Ansonsten werden einige negative Situationen wieder in den inneren Raum kommen. Na dann, der zweite Teil des schamanischen Zauberspruchs klingt Mangalam. Wenn wir den Satz Mangalam sagen, werden wir Schutz erschaffen. Aber womit füllen wir uns auf? Was möchten Sie? Meiner Meinung nach braucht unsere Welt jetzt Positives, Liebe und Optimismus. Also lassen Sie es uns tun. Öffnen Sie Ihre Handflächen und fangen Sie an, von einer Seite zur anderen zu schwanken. Sie können jetzt lächeln. Sie können sich an die schönsten Momente des Lebens erinnern oder sich diese vorstellen. Zum Beispiel kann es die Zukunft sein. Jetzt, nach diesem Ritus, werden Sie zu Ihren Lieben kommen. Sie werden lächeln. Sie werden lächeln. Sie können spüren, wie Sie Ihre Lieben umarmen. Sie können sich an die herrlichsten, positiven Momente in Ihrem Leben erinnern. Wir füllen uns mit Positivität und Freude auf. Sie können lachen, lächeln. Die Bewegungen sind leicht und fließend. Wir sind voller Positivität. Der Geist des Feuers gibt uns auch Kraft. Der Geist des Feuers gibt uns diese Herrlichkeit und Kreativität, die du besitzt. Der Geist des Feuers fülle mich mit Aktivität auf. Und jetzt stellen wir Schutz auf. Beim Einatmen heben wir unsere Arme hoch in diese Position und beim Ausatmen, während wir den Spruch Mangalam singen, fallen unsere Arme über die Seiten nach unten. In diesem Moment wird eine Schutzkugel gebildet. Sind Sie bereit? Vom Feuer einatmen. Mangalam. Und noch einmal. Mangalam. Und das dritte Mal. Mangalam. Öffnen Sie Ihre Augen, wenn Sie sie geschlossen haben. Jetzt sind Sie geschützt. Ja, wir haben sehr lang andauernde Situationen, lang andauernde Gerichtsverhandlungen, lang andauernde Scheidungen, lang andauernde Probleme mit unserem Chef. Dieses schamanische Ritual der Beseitigung von Negativität muss also jeden Tag durchgeführt werden. Führen Sie es beim Anschauen dieses Videos durch. Lassen Sie zu Hause immer eine Kerze brennen. Wenn Sie in einem Privathaus wohnen, können Sie in Ihrem Garten ein Feuer machen. Befreien Sie sich von der Negativität, die zu uns kommt. Bekämpfen Sie die negativen Situationen, die in unserem Schicksal passieren. Dann wird alles gut bei Ihnen.